Recht herzlich willkommen zur 248. Folge von City Skylines. Ja, wir haben noch ein paar Dinge offen. Der MAZ hatte mir ja reichlich geschrieben. Und zwar waren wir letzte Runde mit der Morrowind unterwegs. Und das war Punkt 1, den wir da erstmal angefangen haben zu machen. Da haben wir die eine Station ja eingebunden. Jetzt gehen wir mal auf Punkt 2. Obwohl wir ja schon Punkt 3 auch schon ein bisschen, glaube ich, gemacht hatten mit Anbindung des Industriegebietes und sowas. Da werden wir jetzt aber auf jeden Fall die Luftschiffe erstmal weitermachen. Da gehen wir doch jetzt mal in den Flugverkehr rein und gucken uns diese Linien hier an. Wo jetzt auch schon keiner mehr fliegt, wahrscheinlich, weil wir die Gäste schon gar nicht mehr abgeholt hatten. Das hatte der MAZ ja schon geschrieben, dass da das Problem liegen könnte. Jetzt müssen wir mal gucken. Das hier ist ja ein zentraler Umschlagplatz eigentlich, so wie man das so sieht, oder? Kann das sein? Und jetzt sieht man hier auch gar nichts. Bis auf diese Linie, die hier tatsächlich langkommt, aber noch nicht mal anhält. Na, da müsste man mal die vielleicht hier schon mal alleine hierher ziehen. Kann man direkt hier machen. So, dann ist diese Linie auf jeden Fall schon mal da dran, dass da auch jemand fahren kann. Und jetzt ist die Frage, wo fährt die Linie lang und was macht die? Die fährt jetzt hier lang. Oh, da weißt du schon mal gar nicht, aber ich gehe mal von aus, die kommt dahin. Und fährt auf jeden Fall hier am Bahnhof vorbei. Oh, das sieht schwierig aus, was wir da bauen müssen, ne? Jetzt müsste man die Linie auswählen können. Und wissen, welche es ist. Ja. Ah. Diese ist es. Jetzt mach die mal grün. Damit wir schon mal den Anhaltspunkt haben, wo sie lang geht. Können jetzt auch hier aufmachen und gucken, wo sie was macht. Ja, sieht ja auch ziemlich komisch aus hier sozusagen, ne? Jetzt würde ich gerne mal, also das war jetzt die Hauptstation mit 13 wartenden Fahrgästen. Die nächste Station ist hier. Okay, da können die in der Monorail umsteigen. Das war hier. Und dann haben wir hier am U-Bahnhof noch eine Umsteigestation. Und am Luftschiff. Interessant. 10.7.0.0.0. Ja, da können wir hier definitiv schon mal ein paar Fahrzeuge abziehen, würde ich erstmal sagen. Machen wir nur 10 daraus. Obwohl die erste hier 28 da gerade hatte, ne? Und die natürlich dann auch verschwunden ist. Ich glaube, ja, das gestaltet sich jetzt gerade schwierig, weil wir jetzt wieder nicht wissen, wer was wo einsteigt. Gucken wir nochmal Luftschifflinie. Das ist der Halt. Der nächste Halt ist hier. Hier wartet schon keiner mehr. Hier ist jetzt... Ah, der nächste Halt ist da. Würden wir da hinkommen? Rein theoretisch schon. Würde das jetzt mit dem Bus machen, den anzubinden? Oder ist er angebunden? Nein, er ist nicht angebunden. Ich würde jetzt ganz einfach hier eine neue Linie basteln. Gucken, dass wir hier anhalten können. Ich hoffe, die drehen dann da unten schon gleich. Ne, der fährt sonst wohin. Wo fährt er denn hin, wenn ich das mal... Oh, der dreht da hinten irgendwo erst rum. Ganz schlecht, ganz schlecht. Gibt's hier keine Möglichkeit? Hier müssen eine Kreuzung hin, ne? Vielleicht machen wir hier schon mal eine Straße rein. Dafür muss irgendein Haus weg. Das geht nicht. Steht denn gerade eins leer?
natürlich nicht, ne? Hier ist auch gleich schon ein Snap-Point, ne, aber... Ich würde es hier durchziehen wollen. Machen wir mal. Ein Haus musste leider dran glauben. So, dann machen wir hier dieses Tool. Welches dann da so lang geht. So geht's, ne, oder? Geht da weiter. Und machen wir da hin. Jetzt noch eine Stichstraße vielleicht da rein, oder? Passt. Das gleiche machen wir von hier hinten nach da. Passt. Und dann lassen wir den Bus, den wir da gerade bauen wollten, mal da durchfahren, ne? Aber erstmal müssen wir gerade gucken, dass wir Wasser dahin kriegen, weil das wird fehlen. Achso, das war auch irgendwo im Text drin vom MAZ, dass uns das Wasser hier irgendwo fehlt. So, das haben wir. Dann können die da auch wohnen. Jetzt müssen wir nur die Wohnfläche noch machen. Es fehlen auch definitiv Häuser. Hier machen wir die Rosen hin, weil die so schön den Lärm dann abziehen. Billiger Wohnraum halt. Warte mal, das machen wir nicht, das auch nicht. Da haben wir den Kommerz auf der Rückseite. Machen wir hier so. Außenrum machen wir die großen Häuser, denke ich mal, ne? Da kommt noch der Kommerz hin und hier machen wir kleine Häuser drin, ne? Ist gerade irgendwie schlecht zu sehen aus der Ansicht. Jetzt sieht man die Felder ein bisschen besser, ne? So, hier lassen wir mal frei aufgrund von vielleicht kommenden Dingens. Ärzten und sowas. Das ist soweit so gut. Und dann gehen wir noch ins Blaue rein. Machen hier noch ein paar Geschäfte hin. Da nicht. Gut, dann haben wir das Wohngebiet soweit angelegt. Ist jetzt auch nichts mehr gefragt. Passt. Jetzt gehen wir wieder in den Nahverkehr, der dann hier losgeht. Der dann hier hingeht. Ja. Da. Nee, da nicht. Da. Dort. Und hier nochmal. Da einsteigen. Und hier ist ja schon eine Bushaltestelle. Und wie kommt der wieder zurück? Wer weiß, wo lang läuft, ne? Hier ist gerade schon ein brachliegendes Häuslein. Bedeutet, kleine Straße da rein. Einfach mal nur eine gerade Linie. So, da haben wir schon mal einen Drehpunkt dann geschaffen. Irgendwann. Ja, irgendwann ist immer gut, ne? Irgendwann machen wir das. Das ist aber doof mit irgendwann. Oh, hier ist noch ein Riesengebiet. Doch, machen wir so erst und dann stellen wir da eine Bushaltestelle hin und dann gucken wir, dass wir da das hinkriegen. Machen wir da eine. Das war jetzt verkehrt. Die kommt wieder weg. Jetzt müssen wir die anschlicken und dann die. Dann wird sie verlängert. Genau.
Da wieder hin. Und einmal schließen. Einmal schließen. Ja, wäre schön, wenn es geht, aber geht wohl nicht. Ist er geschlossen? Ich denke ja. Bushaltestelle bitte einmal anzeigen. Wie kriege ich jetzt das angezeigt? So, jetzt haben wir die kaputt gemacht, auf Deutsch gesagt. Und die müssen wir jetzt wiederholen, ne? Jetzt klicke ich die an. Baue die dahin, die dann wieder nicht funktioniert. So, jetzt habe ich sie, glaube. Aber da ist schon wieder was falsch gelaufen. Nee. Ach, ist das herrlich. Ja, da ist wieder so eine Marker jetzt, der da sitzt, ne? Wo ich wieder nicht weiß, wie ich den loswerde. Ist krass. Das müsste ja die neue sein, ne? Also die letzte. Ist auch hier angezeigt. Die kannst du schon mal entfernen. Geht aber nicht. Neue Linie hinzufügen, ja, das ist sehr interessant. Gut, das läuft soweit. Da wird jetzt auch eine angezeigt, die da blinkt. Ja, wir haben es gleich geschafft, dass wir eine neue haben, die aber dann... Ja, ne? Die dann da gleich super funktioniert. So, die haben wir geschlossen, wie wir gerade sehen. Und jetzt haben wir nur noch offene, ne? Diese hier zum Beispiel. Ah, die können wir da ja weglöschen. Ja. So. In der Hoffnung, dass jetzt hier nichts mehr blinkt. Was auch so ist. Haben wir wahrscheinlich dann doch tatsächlich geschafft, die Linie darüber zu löschen. So, die Fahnen, das ist schon mal gut. So, dann ist es mit dem Punkt schon mal weiter. Wir gehen wieder rein in das Tool und suchen nochmal danach. Hier hatten wir die grüne Linie. Das war hier. Wir haben hier die neuen. Da haben wir eine Bushaltestelle bis zum Dingens gemacht. Das sollte vielleicht funktionieren. So, hier fährt sogar eine Straßenbahn lang. Rückseite haben wir noch einen Taxistand. Also hier ist passend, das können wir so lassen, denke ich. Und hier fährt wer lang? Niemand. Wo ist denn die angeschlossen? Ach, hier unten. Ah, da haben wir da eine Straßenbahnlinie und das passt, denke ich mal. Das geht dann auf der Linie. Wir sollten vielleicht gerade noch gucken, wo sie alle langlaufen, oder? Okay, die kommen von da und gehen dahin, aber mehr auch nicht.
Ist jetzt nicht so cool, ne? Was ist das hier für eine Anzeige? Ach so, das ist, wo die jetzt ankommen mit dem Flugschiff. Alles klar. Die kommen von da zu Fuß, oder was? Sind aber genug da. Also sind reichlich da, sagen wir es so. Aber niemand fährt mit öffentlichen Verkehrsmitteln dann weg, oder wie? Jetzt müssten wir noch das nächste Flugschiff abwarten, um das zu beurteilen, ne? Welches jetzt aber gerade irgendwo hier unterwegs ist, da. Okay. Das würde mich jetzt interessieren. Wir haben... Ach Quatsch, jetzt haben wir das auch falsch gemacht gehabt, ne? Also jetzt sehen wir erst, wo sie alle wegkommen. Und die kommen von wo? Hier per Fußweg? Von der Mono? Nicht wirklich, ne? Das wäre jetzt das Ding gewesen, wenn sie wirklich von der Monorail gekommen wären, aber obwohl könnte sein, dass die doch daherkommen. Hier gehen ganz viele zu Fuß von irgendeinem Wohngebiet dahin. Okay. Und wo kommen die auch einfach aus dem Wohngebiet, ne? Jetzt müsste man wissen, ob die vom öffentlichen Nahverkehr welche kommen. Das wäre viel interessanter. Und da sehen wir, dass da nichts passiert, ne? Das Schiff muss jetzt gerade landen, tut's auch. Dann machen wir schnell wieder an hier. Und wir sehen, wer wo weg geht. So, jetzt steigen sie aus. Die Pfeile gehen nach links wie rechts. Ah, da, zur Straßenbahn gehen auch jetzt tatsächlich welche. Okay. Das bedeutet, ja, dann können die ja auch da weg. Ist jetzt nicht das Optimale, aber ist so. So, wo ist denn hier der Haltestelle für die Busse? Nirgendwo, ne? Wäre dann vielleicht schön, wenn wir da noch einen Bushalte machen, ne? Und vielleicht, wo ist hier der nächste? Der ist da. Hm, okay, das ist noch ziemlich weit weg. Ist hier denn einer noch? Sieht man durch den vielen Verkehr hier gerade nicht, ob der noch irgendwo einer hinstellt. Aber ich glaube, die ist da. Jetzt müsste man die vielleicht ein bisschen rüberziehen, ne? Geht das? Jetzt laufen die alle zur Bushaltestelle, würde ich hoffen. Zur neuen. Sieht so aus, ne? Ich hoffe es auf jeden Fall, dass die sich jetzt hier alle hinstellen. Ja, das tut's auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. So, und hier ist die Haltestelle da. Wird auch gerade bedient. Und die würde ich ja jetzt auch gerne weiter nach da vorne ziehen wollen, ne? Machen wir auch. Weil die fährt ja wiederum da lang, ne? Und hat dann da keine Haltestelle. Ja, macht wahr. Macht Sinn, das so zu gestalten. Okay, hier haben wir auf jeden Fall Anschluss, ne? Die Monorail ist hier. Ist auch relativ gut angebunden mit dem Fußweg. Falls da einer mitfahren will. Dann geht das, ne? Sagen wir es mal so. So. Jetzt müssen wir aber nochmal gucken. Wo waren wir jetzt? Das war schon diese Linie, ne? Da sind wir. Ach, die ist am Flughafen. Das ist schon mal gut. Hier gibt es eine Bushaltestelle und da gibt es auch eine Straßenbahn. Können die da hin? Ich denke mal schon, naja. Hier gibt es auf jeden Fall eine Buslinie. Oh, hier ist Stau.
Die steigen auf der Seite aus. Die Bushaltestelle gibt es da nicht. Die ist aber jetzt gerade hinzugekommen. Ja, passt schon, ne? Da stehen auch keine Leute gerade. So, hier stehen ganz viele. Wo ist hier der Ausstieg? Da. Und die können bis dahin zu Fuß laufen. Deswegen stehen da auch so viele wahrscheinlich. Und hier ist natürlich ganz krass. Da müssen wir auf jeden Fall was machen. So, da müssten wir jetzt gucken, dass wir hier vielleicht tatsächlich den Umstieg hier machen. Mit einer Straßenbahn. Da stehen viele, hier stehen viele. Also U-Bahn hin. Welche Alternative wäre hier sonst noch? Nix, nur die U-Bahn. Ja, die Dingensbahn fährt da auch lang. Ja, da müssen wir mal schauen, wie wir das dann hier gestalten. Wo kriegen wir hier sowas hin? Geht es hier irgendwo hin zu bauen? Nein. Oh, da passt's. Das ist cool, dann machen wir das auch. Und dann geht denn hier am Bahnhof was? Hier am Bahnhof geht auch noch was. Oder? Ja, da. Ist doch kein Terminal, oder? Hier halten Passagierzüge. Das geht nicht, das heißt da. Passt. So, und jetzt verbinden wir das Ganze. Wo ist denn hier das Ende? Da. Wir machen das mal mit diesem Tool. Ja. Okay, da müssen wir tiefer dann, ne? Das heißt, wir machen mal wieder rückwärts. Weil das war ja jetzt schlecht gewählt, ne? Bagger rausholen. Weil da müssen wir erstmal runter. So, dann wieder das Werkzeug da dran, ne? Und oh, das wird schwierig, sehe ich schon. Geht auch einen höher. Oh, warte mal, das macht er so. Das ist cool, dann gehen wir da dran direkt. Dann haben wir das geschafft schon. So, und dann müssen wir da wieder dran gehen. Warte mal, also wir sind wahrscheinlich in der falschen Ebene. Und wollen jetzt wohin? Dahin. So passt's doch, oder? Ja, das ist doch cool. Dann fangen wir hier an mit einer neuen Linie. Fahren daran. Fahren daran. Fahren daran. Fahren hier wieder zurück. Und schließen die Linie hier. Super.
So, und dann sollte das hier vielleicht besser werden. Jetzt müssen wir gucken, ob das hier dann angenommen wird, ne? Dafür können wir dann mal das auswählen. Und das. Ist das jetzt die Linie? Nö. Das war die jetzt nicht. War ich von überzeugt, dass die das hätte sein können. Jetzt hat er mich natürlich in die Irre geführt. So. Jetzt müsste man nur wissen, welches ist. Also alle aus. Und eigentlich die letzte an. Komisch. Ja. Hier warten schon 9. Da sind definitiv schon 20, die dann irgendwann wahrscheinlich hier auch diese abholen. Wo jetzt schon 30 stehen. Und dann geht es hier hin zu umsteigen, dass es ja auch gut ist. Und dann wieder zurück in die Fahrtrichtung. Okay, nach da möchte niemand hin, aber nach da möchten ganz viele hin. Ja, dann sollte sich dieser Haufen hier vielleicht irgendwann auch mal verbessern. Gut. Aber für diese Folge sind wir da erstmal am Ende. Ich denke mal, nächste Folge werden wir definitiv nochmal die Luftschiffe aufgreifen müssen. Da werden wir nochmal kontrollieren müssen, wie sich's dann weitergestaltet und das eine oder andere vielleicht noch ergänzen. Gucken, wie viel wo stehen. Ja, diese sind ja doch schon reichlich vorhanden, die Leute da. Mit, keine Ahnung, wie waren's? 600? 500 nur noch. Okay, es werden ja jetzt auch weniger, weil wir wahrscheinlich welche wegholen. Das ist ja schon ganz positiv. Hier müssen wir nochmal gucken, was da Sache ist. Ja, da reicht's nicht mit dem Bus, da müssen wir auch noch was machen. Ach wohl, die Haltestelle ist hier um die Ecke. Ja, müssen wir gucken. Machen wir alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Und ja, dann werden wir mal zusehen, dass wir hier die Luftschiffe in der Luft dann auch mal wegkriegen. Die stehen da nämlich gerade in der Warteposition, wie wir da auch gerade sehr schön sehen. Da kommt schon das vierte hinterher, da war ein Stau. Gut, wenn ihr noch nicht abonniert habt, macht das. Wenn ihr euch die Folge gefallen hat, gebt ihr einen Daumen hoch. Schaltet die Glocke ein, damit ihr informiert werdet. Und ja, nächste Folge sehen wir dann uns wieder, wenn wir die 35.000 Miese vielleicht mal in Angriff auch nehmen. Nein, wir machen erstmal die Luftschiffe weiter. Bis dann. Tschüss.